Mama? Sagte das kleine Mädchen, rieb sich die Augen und stand in der Tür zum Zimmer ihrer Mutter. Mama, der Osterhase isst meine Süßigkeiten, sagte sie. Unsinn, Baby, antwortete die Frau. Der Osterhase verteilt Süßigkeiten, er isst sie nicht. Die Frau schüttelte leicht ihre Decke und fuhr fort zu sprechen, halb in ihr Kissen und halb zu ihrer Tochter. Geh wieder schlafen, Baby. Aber Mama, sagte das Mädchen, der Osterhase isst Süßigkeiten. Sie sprach jetzt in einem ernsteren Ton, fast als ob sie weinen würde. Ihre Mutter setzte sich auf und öffnete ihre Arme. Baby, ich habe es dir gerade gesagt, der Osterhase isst keine Süßigkeiten. Er reicht es den kleinen Kindern aus. Außerdem ist es noch nicht einmal Ostern, sagte sie in ihrer beruhigenden Stimme. Okay, Mama, seufzte das Kind, als sie sich umdrehte, um aus dem Zimmer zu gehen. Die Frau lächelte und dachte, verrücktes Kind mit ihrer lebendigen Fantasie, und ging wieder schlafen. Auf dem Flur stand das kleine Mädchen für eine Weile und starrte auf den Osterhasen, der Candy ist. Dann seufzte sie. Mama sagte, ich sollte wieder ins Bett gehen. Der Osterhase lächelte. Gute Idee, Kind. Dreh dich um und schau nicht zurück. Er warf einen glänzenden Metallanhänger zu dem Kind. Sie hob es auf und weinte, als sie sah, was es war. Ein Hundeetikett, eingraviert, steht dort. Candy.